Herzlich willkommen zum FC Stammtisch. Vielen lieben Dank. Am Ende einer langen Saison, da ist natürlich die Kraft ein bisschen weg und das bauen wir heute wieder auf. Wir haben eben schon die wunderbare Gruppe Hanak gehört, hier beim FC Stammtisch, hier im Brauhaus zum Prinzen, wo natürlich die Saison des ersten FC Köln heute bewerten wollen. Und ja, da bin ich natürlich heilfroh, dass wir ja wirklich bewährte Kräfte hier haben. Zum ersten Mal in 7 Jahren, zum 7. Mal dabei, da ist eine gewisse Serie zu erkennen. Unser Freund Erich Huntemöller. Der letzte Trainer, der das Pokalfinale erreicht hat mit dem ersten FC Köln, sondern auch der letzte Trainer, der in Dortmund gewonnen hat, können wir gleich nochmal drüber reden. Dann haben wir jemanden vom ersten FC Köln heute dabei und da freuen wir uns auf jemanden, der ein alter Freund dieses Formats ist, ganz einfach, weil er im Prinzip schon vom allerersten Tag an dabei war. Beim FC ist er jetzt der Mediendirektor, der Herr über die Medien und über die Presse, Tobias Kaufmann, herzlich willkommen. Gesagt, dass der HSV einen Spieltag vor uns stand, dass die wahren Verhältnisse, der Effekt also treten ist, klar, dass die wiederhergestellt sind. Ich glaube, am Schluss können wir sagen, wir haben beide eine ganz halbwegs ordentliche Saison gespielt. Aber wir stehen vor euch und wir freuen uns trotzdem, dass du hier bist. Unser Freund von Sky, Thomas Wagner. Laura ist einfach mal losgelegt und ja, Erich, das war jetzt wirklich so, ich habe mal in den Annalen nachgeschaut, tatsächlich der letzte Trainer, der mit dem FC einen Erfolg in Dortmund feiern konnte, das war der Erich Huntemöller. Ja, jetzt war es aber ganz knapp dran. Lass uns ruhig auch noch mal ein paar Worte über Dortmund verlieren, auch wenn es schon ein paar Tage her ist. War es jetzt einfach nur so ein netter Saisonabschluss und sonst nichts oder kann man auch ein bisschen stolz sein, dass man bei so einer Kulisse und so weiter und bei so einer tollen Mannschaft was geholt hat? Ja, erstmal ist jedes Spiel in Dortmund ein Ereignis, ist etwas Besonderes, da brauchen wir nicht zu erwähnen, 80.000 Zuschauer. Dann, auch wenn es Saisonabschluss war und es letztlich um nichts mehr ging, nichts ist falsch, es geht immer um was und das sah man auch im Spiel. Ich fand, Dortmund hat noch was vor sich, die wollten auch nicht so einfach alles herschenken, haben sowieso eine sehr gute Rückrunde, ganze Saison gespielt. Und der SC Köln hatte auch noch ein Ziel, nicht nur zu gewinnen, erste Mal wieder nach langer Zeit, du hast es erwähnt, sondern auch wegen des einstelligen Tabellenplatzes und irgendwie das auch das Gesicht der Mannschaft so prägt. Die wollen nicht verlieren. Und die sind, ist ja auch, weiß ja auch jeder, die sind auswärts, glaube ich, besser als zu Hause, ne, oder? Denke ich schon. Also das ist von der Das hat sich bestätigt und ich habe dann nur die Ausschnitte gesehen, weil ich zu Hause geguckt habe auf Sky. Aber das war schon gut. Wer ruft da an, Dieter Meiner? Mannschaftsgasse, ne, oder? Ja, wo waren wir? Also, ja, ich, also das war ein Spiel, was ich einfach. War bei Sky. Gut, hat er gesagt. Ja, ja. Das war nicht so ein Spiel, was einfach nur so noch gespielt werden sollte, sondern was schon noch, wo noch Spannung, Musik und auch Hingabe drin waren. Und das fand ich toll und das spricht auch für die Qualität der Kölner Mannschaft und auch für den Geist der Mannschaft. Ja, und die haben gekontert. Wie verrückt, was waren das für geile Konter? Natürlich eine starke Mannschaft. Und dann aber zwei solche wirklich blitzsaubere Tore. Und bei Jojic habe ich mich an den Gast von gestern erinnert, also dieses Drüberheben. Also es ist schon geil, auch in Dortmund ist ja auch ein Stadion, ich sag mal, das kommt ja unserem nahe. Also das ist schon ganz ordentlich da zu spielen. Wie hast du es für dich empfunden, gerade dieses eine Spiel? Also ich war auch nicht da, weil ich an demselben Abend im Deutzer Bahnhof Saisonabschluss feier und mir war das zu heiß, da mit nach Dortmund zu fahren und dann vielleicht zu spät zu kommen, weil ich da ja mit ein bisschen in der Organisation involviert war. Deswegen habe ich es am Fernsehen gesehen. Auch bei Sky. Das sage ich dir jetzt lieber nicht, wo ich da bin. Ja, der illegale russische Livestreamer. Habe ich nicht gesagt. Ich möchte das jetzt weder bestätigen noch dementieren. Ich glaube, ich muss da unseren Sky-TÜV mal bei jeder in Bernrad vorbeischicken. Du machst mir ja kein Angebot. Ich mache das schon die ganze Zeit. Also das, was ich gesehen habe, hat mir großen Spaß gemacht. Hat mich natürlich nicht so wahnsinnig überrascht, weil ich
weil ich ja nah dran bin und wusste, dass die Jungs da nicht hinfahren und zum Abschluss der Saison eine Niederlage mitnehmen wollen. Und ja, ich glaube, dass wir uns da ordentlich präsentiert haben und dass es zur Gesamtsituation und zur gesamten Saison auch gepasst hat, wie wir uns da präsentiert haben. Absolut, und ich glaube, das ist aber auch immer so ein bisschen auch der letzte Spieltag. Da gibt es ja manchmal die verrücktesten Ergebnisse, da hat es schon 4-4 gegeben, weil es bei Mannschaften, bei denen es um nichts mehr geht, ist da einfach auch der Druck weg. Das spürt man auch, glaube ich, am Spielfeldrand. Du hast das sicher auch schon öfter am Spielfeldrand erlebt. Ja klar, ich war zum Beispiel am Samstag in Darmstadt gegen Mönchengladbach. Das schien eine Woche vorher, so gegen 17 Uhr, noch ein wahnsinnig interessantes Spiel zu sein. Da war die Luft halt auch raus, hast du gerade bei Darmstadt dann gemerkt. Dortmund, ich fand das bemerkenswert, was Tuchel nach dem Spiel gesagt hat, dass die Mannschaft seit zwei Spielen gar nicht mehr griffig ist. Die haben am 32. Spieltag Wolfsburg 5-1 aus dem Stadion geschossen, haben dann in Frankfurt verloren, die Eintracht mit Nachwehrschlacht. Ich finde, dass der FC es gut gemacht hat. Ich habe es auch auf Sky gesehen, aber in Ausschnitten nur, nach dem Spiel. Ich denke, bei Dortmund ist es halt einfach ein zweischneidiges Schwert. Du willst zwar mit dem Erfolgserlebnis ins Pokalfinale gehen, trotzdem zieht jeder Spieler wahrscheinlich nicht mit der letzten 100%igen Einstellung durch, weil du willst dich keiner mehr verletzen vom Pokalfinale. Ich wünsche Dortmund überraschenderweise übrigens alles Gute gegen die Bayern. Ja. Und zum FC kann ich nur unterstreichen, was Tobias gesagt hat. Also man kann immer geteilter Meinung sein über das eine oder andere, aber über eins ist diese Mannschaft vom 1. FC Köln sicherlich absolut erhaben, dass man hier irgendwie Charakter absprechen kann. Das war mir auch klar, die fahren dahin, die wollen eine gute Leistung bieten. Und so war es letztlich auch ein richtig angemessener Saisonabschluss. Ja, hat Spaß gemacht, haben wir gerade einen Ich denke, wir sollten jetzt dieses Spiel abhaken. Letztendlich schönes Erlebnis, klar, nehmen wir mit. Aber wir wollen natürlich über die Saison des 1. FC Köln sprechen. Wir wollen es Zeit lassen. Ihr dürft euch auch ein paar Fragen einfallen lassen, wie ihr den Saisonverlauf bewertet. Geht gleich mal aufs Mikro rum, dann könnt ihr 2, 3, 4, je nachdem wie viel. Und dann werden wir uns damit auseinandersetzen. Aber vielleicht fragen wir, ich habe erstmal so eine Frage zum Allgemeinen. Gibt es einen Spieler der Saison in euren Augen? Ist es das Kollektiv oder gibt es wirklich einen, der sagt, Mensch, an dem hat es mehr oder weniger gehangen? Guck mal beim Tobias an, bei dem hat Tobias. Ich habe jetzt gerade gedacht, Mist, was sage ich jetzt? Und dann hast du mich gerettet mit dem Kollektiv. Scheiße, Vorsagen, ich muss dann aufhören. Nein, aber im Ernst, das ist tatsächlich, glaube ich, bei einer Mannschaft wie der unseren, nicht so einfach zu sagen, man hat jetzt da einen, der die gesamte Saison geprägt hat. Natürlich hat Timo Horn wieder eine super Saison gespielt. Wir haben einen EM-Fahrer mit Jonas Hector, der für mich nach wie vor ein Phänomen ist. Weil heute zur EM nominiert worden. Ich denke, das ist ein kleiner Applaus. Der über die letzten Jahre auch immer mehr zu einem Gesicht dieses Clubs geworden ist. Und ja, auch ein Toni Modest, der kommt und in der ersten Woche sagt, ich will 15 Tore schießen, und dann schießt er 15 Tore. Also da gibt es schon einige, die einem jetzt spontan einfallen würden, ohne dass jemanden vergessen würde. Sollte Modest beim nächsten Mal 30 Tore ankündigen, wenn das immer klappt. Also das könnte das ja, also wenn es so einfach wäre. Nee, Spaß beiseite, wollen wir nicht alles hier kaputt klauen. Trotzdem, ich bleibe mal bei dem Mann der Saison und werfe jetzt einfach mal einen Namen ins Rennen. Tobias hat ihn schon genannt. Für mich ist es eindeutig Timo Horn. Also das Kollektiv sehe ich auch, aber Timo Horn, der macht keine Fehler. Und ich denke an das, was Toni Butkopf vor zwei Wochen hier gesagt hat. Die Briten waren deswegen so scharf auf den, nicht weil er ein paar Weltklasse-Paraden zeigt, sondern weil er fast keine Fehler macht. Ich frage mich gerade, ob du im Weißweil auch so viel getrunken hast damals. Das war letzte Woche, vor 8 Tagen. Das ist der Alkohol, du bist einfach voraus. Also. Du musst bei Leuten von den Medien immer aufpassen. Ja. Ich weiß das. Also, die sind ganz schön fies. Und deswegen die Frage, also nochmal an Timo Horn. Für mich sticht das ein bisschen hervor. Ja, ich sehe es ähnlich. Erstmal, dass man ungern einen Spieler eine ganze Saison dann so raushebt, weil es wirklich die Mannschaft, auf den Wert der Mannschaft betonen will. Aber wenn es um Timo Horn geht, und er hat ja noch eine wichtige Position, die es im Spiel eben nur einmal gibt,
und die hervorragend besetzt, da brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Jetzt ihm sogar, obwohl es war zu erwarten, wäre ich ja mitnimmt zur EM, der Jogi Löw, aber ich hätte es ihm sogar gegönnt, dass er dabei ist. Da können Sie sich vorsichtig auf keinen Fall verstecken. Ja, ich habe es mir jetzt auch mal gerade überlegt, als du die Frage gestellt hast, hat der jetzt den Vorteil, ich war hinten dran. Ich würde mal eine Top 3 aus meiner eigenen Sicht machen. Also für mich auf 3 würde ich Marcel Risser nehmen, weil ich finde, dass er auf einer ungewohnten Position von hinten echt richtig gut angeschoben hat. Er hatte natürlich auch ein paar schwächere Spiele drin, wie eigentlich alle. Aber das ist jemand, der ist sehr flexibel. Ja, und da komme ich ja gleich noch drauf. Und wenn er nach vorne kommt, der Risse, der bringt was ein, was die Mannschaft nicht so viel hat, auch mal ein 1 gegen 1, mal einen gefährlichen Schuss, eine Flanke, also das gefällt mir gut. Auf 2, ich habe ihn oft kritisiert, aber 15 Tore musst du erstmal schießen, wenn du nach vorne nicht über das Potenzial so exorbitant verfügst. Modest, vor allen Dingen hat er wichtige Tore gemacht, müsste vielleicht ein bisschen an der Körpersprache noch arbeiten in Spielen, wo er nicht trifft, habe ich auch gesagt. Und klar, auf 1 ist Timo Horn, bin ich absolut bei dir. Ein guter Torwart, der bringt Vertrauen für die ganze Defensive. Ich kann mich auch an keinen kapitalen Fehler erinnern. Ich könnte sogar noch ein bisschen stärker in der Ausstrahlung sein. Also der kriegt für mich Gold. Und in einem würde ich Tobias ganz gerne oder meiner Meinung nach widersprechen. Natürlich ist das ein Spieler, Jonas Hector, der sicherlich auch bei europäischen Topclubs auf der linken Seite eine gute Leistung bringen kann. Und ich denke auch, dass er gehen wird. Ich finde nicht, dass er ein Gesicht des FC ist. Dafür macht er mir einfach... Also wenn du ein Gesicht, ein Nationalspieler sein willst, dann musst du auch mehr Verantwortung übernehmen. Auf dem Platz und neben dem Platz. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen bei ihm. Zwei, drei Mal hat er im Mittelfeld gespielt, da hat er auch mehr Einfluss genommen. Aber als Nationalspieler, finde ich, hast du auch so ein bisschen die Pflicht, den Verein nach außen zu repräsentieren. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Also wenn man unter Gesicht des 1. FC Köln jemanden versteht, der jede Woche jeder in Deutschland erscheinenden Boulevardzeitung ein Interview gibt, dann gebe ich Thomas recht. Ansonsten würde ich so nicht sehen. Er ist ein sehr zurückhaltender Typ, der sich nicht nach außen drängt, aber der hat ein paar Spiele als Kapitän gemacht in dieser Mannschaft inzwischen. Hat angefangen, glaube ich, sogar beim Spiel gegen Frankfurt als Kapitän. Ist im Mannschaftsrat, also man sieht auch auf dem Platz, gerade auf der Mittelfeldposition, klar, Linksverteidiger ist es ein bisschen schwieriger, dass er wirklich Gewicht hat in dieser Mannschaft, ohne Lautsprecher zu sein. Und wenn man sieht, wer bei den Fans beliebt ist, wer nachgefragt ist, wer den Leuten einfällt und man fragt hier beim FC, was sind eure Lieblingsspieler, da ist er definitiv unter den Top 3 dabei und deshalb ist er für mich ein Aushängeschild dieser Mannschaft bei aller zurückhaltenden Art, die er vielleicht haben mag. Ja. Aber ich möchte das vielleicht nochmal präzisieren, damit es da kein Missverständnis gibt. Also ich finde auch, dass er, ich glaube, in Hamburg hat er im Mittelfeld gespielt, in Wolfsburg hat er im Mittelfeld gespielt, da hat er mir sehr gut gefallen. Es gab aber auch Spiele, wie in Gladbach zum Beispiel, da hat er im Mittelfeld gespielt, da habe ich ihn nicht gesehen. Also er ist vom Potenzial für mich, vom Potenzial, mit Abstand der Spieler mit den meisten beim 1. FC Köln. Aber das andere, was ich meinte, es hat nicht nur was mit Boulevardpresse zu tun. Man soll doch nicht immer so tun, als wenn die Presse, man kann das auch nicht immer verteufeln, denn der Boulevard schreibt ja auch ständig über einen Club. Und ich habe bei ihm leider oft auch so ein bisschen das Gefühl, selbst ganz normale Fragen werden von ihm so ein bisschen, boah, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf und sowas. Und da muss ich sagen, der Fußball hat sich geändert zu Zeiten von Erich. Ihr kriegt eine riesen Stange Geld, auch zum Beispiel von uns. Und da muss ich auch schon mal verlangen, dass jemand, wenn nett und ganz normal nachgefragt wird, und das habe ich manchmal ein bisschen vermisst, muss ich schon sagen. Also, um den Werbeblock weiter auszuführen, zu Sky geht er immer. Ja, aber ich verstehe, ich muss ehrlich sagen, für mich gehört auch zu einem Aushängeschild dann dazu, dass ich das, was gefragt werde, auch ganz normal hinnehme und... Also wenn man ihn zum Beispiel in der vierten Frage auch nach der eigenen Zukunft fragen darf und dann, sie stellen hier völlig falsche Fragen, ich weiß es nicht, also bin ich nicht ganz einverstanden. Ne? Ist hier ein paar Dada lieber. Ja, verstehe ich. Da weißt du direkt, der rotzt dann direkt aus. Ne? Da weiß man, wo man dran ist, das stimmt wohl. Ja, letzten Endes gut, das ist eine Charakterfrage, als Jonas Hector damals beim Stammtisch war, das ist ja mittlerweile auch schon wieder knapp 2 Jahre her, Kinder, wie die Zeit vergeht. Da macht er auch mich einen sehr aufgeräumten und sehr fannahen und auch, so soll ich sagen, auch mediennahen Eindruck. Gut, da ist natürlich auch was passiert. Er ist mittlerweile Nationalspieler geworden, das war auch vor 2 Jahren noch nicht.
da das in die Richtung geschielt, das haben wir damals gehört, ne? Vielleicht erinnert ihr euch. Aber ja, ich meine, wenn man gerade bei Hector war, sieht das denn der Trainer? Hat er sich verändert von seiner Spielweise vielleicht auch oder vom Typ? Ich habe das interessiert verfolgt, die Meinung, die sie gar nicht unbedingt weit auseinander lagen, aber die man eben aus verschiedenen Blickwinkeln das sehen. Ich habe so ein bisschen so, ich möchte aus einem Punkt gehen, dieses so ein bisschen zurückhaltend sein auch und sich ja, nicht nach vorne drängen und das ist sicherlich ein Charakterzug von ihm, dass er überhaupt kein ja, Boulevardtyp ist oder überhaupt keiner, sondern mich. Das wirkt dann aber auch oft in sein Spiel hinein, ne? Dass er also da für mich oft ein bisschen zurückhaltend auch spielt. Ne? Und ich denke auch so an die Länderspiele, die er gemacht hat und wo ich auch dann von ihm erwarte, dass mal ein bisschen was extra kommt. Also nicht nur über die linke Seite sich einschalten und dann den Ball bekommen und dann den Rückpass oder Querpass spielen, sondern auch mal in 1 gegen 1 gehen, auch mal eine scharfe Flanke spielen oder ein gutes Zuspiel als Rückpass oder als Diagonalpass und wie auch immer, dass ich ein bisschen mehr von der Torgefährlichkeit her und Vorbereitung einer Torchance her erwarte. Ich glaube, das kam so ein bisschen raus, dass er so der Typ ist, der seine Aufgabe erfüllt, absolut, der gut ist, der viel kann und man darf nicht vergessen, welche Schritte er gemacht hat aus seiner Saarländer Gegend bis hierhin zum Nationalspieler. Ne? Alle Achtung, Hut ab. Aber dass ich, ne, das ist auch so ein bisschen, dass sich sein Charakterzug im Spiel ein bisschen widerspiegelt. Er sieht das so ein bisschen ähnlich. Also kann ich fast bestätigen, weil wenn ich den Jonas sehe, so wie er vorher gespielt hat und wie er jetzt spielt, ich habe so das Gefühl, dass der Löw hat ihn ja einmal kritisiert, weil ich erinnere es auch nicht. Ne? Da gab es noch Kritik. Und seitdem wirkt er mir so, als wenn ein Prozent mehr gehemmt wäre. Also gehemmt ist vielleicht, er will weniger Fehler machen, er traut sich weniger zu. Das ist auf einem hohen Niveau, um es klar zu sagen, ich bin Hector-Fan. Aber ich glaube, er ist jemand, der könnte wahrscheinlich bei allen Viertelfinalisten der Champions League, würde der wahrscheinlich einen soliden bis guten linken Verteidiger abgeben. Also der kann sich jedem Niveau nach oben hin anpassen, aber wenn er in einer Mannschaft spielt, die noch Mittelmaß ist. Das dauert ja nicht mehr lange, bis sie auch wieder oben anfangen. Wir wissen das ja. Bravo. Dann wäre es vielleicht einfach, und das hat vielleicht auch was mit Charakter zu tun, einfach dieses Ding noch mehr Einfluss zu nehmen. Und du hast nicht das Gefühl, wenn Hector jetzt vielleicht für 30 Millionen verkauft wurde oder 20 nach DM, dass hier in Köln alles zusammenbricht. Also das, glaube ich, kannst du ein bisschen ausdrücken. Okay, ich denke, wir haben jetzt die Personalie Hector besprochen. Gibt es da vielleicht aus dem Publikum Meinungen zu? Dass man einfach mal, dass irgendjemand sagt, ganz spontan, trau dich, Klaus, wie siehst du aus? Ja? Komm mal das Mikro holen. Der Thomas, die reizende Sekretärin kommt gerade zu mir. Kriege ich eine Gehaltsaufpresse? Ja. Ich möchte Thomas recht geben. Ich kann mich an eine Szene erinnern, im Spiel damals gegen Hoffenheim, wo der Hector sich auf einmal den Ball nahm, 4 Mann ausspielte und ein super tolles Tor geschossen hat. Und solche Szenen erwarte ich von einem Leistungsträger beim FC, dass das nicht nur einmal in 2 Saisons vorkommt, sondern alle paar Wochen oder wenigstens alle 2 Monate. Das ist auch das fehlende Zutrauen vielleicht, oder? Ja. Ich weiß nicht. Also wir können jetzt schlecht in deinen Kopf reingucken und der Tobias wird wahrscheinlich auch denken, was haben die alle hier beraubt? Oder was denkst du gerade? Du bist wieder am Trinken. Aber, dieses Glas ist halb leer, im Gegensatz halb voll. Im Gegensatz zu eurem Gegner. Ruhig. Du meinst, es war ja leer, ja, hast du vollkommen recht, aber das hat jetzt mit meiner Meinung. Wir brauchen 4 Kölsch hier vorne. Das hat schon mit dem Mikro. Ne? Du warst dran. Ja, ich nehme das in freies Land. Und wir diskutieren über Fußball, da kann jeder seine Meinung haben. Und wir sind ja tatsächlich gar nicht so weit, glaube ich, auseinander. Ich habe keinen gehört, der gesagt hat, dass Jonas Hector nichts kann. Ich finde das einfach faszinierend. Also ich habe ja beim FC in der 2. Liga angefangen, 2013. Da war er schon Leistungsträger und dann sind wir aufgestiegen. Man merkt überhaupt gar nicht, dass wir in der neuen Liga spielen. Das hat man anderen Spielern schon angemerkt. Und ich glaube, dass tatsächlich so wie Thomas das eben sagte, ich kann mir das auch vorstellen, dass es eigentlich keinen Club gibt, wo der nicht linken Verteidiger spielen kann. Insofern, und davon hatten wir so viele in den letzten 20 Jahren beim FC nicht. Und das meinte ich damit. Und deswegen haben wir auch unterstrichen, wir jammern hier wirklich ganz hohe Niveau, nicht gerade bei Jonas, muss man ganz klar sagen, dass das. Aber das ist halt, weil wir schon was anderes gesehen haben, dass wir gedacht haben, Mensch, ihr könnt das euch nochmal öfter zeigen.
machen wir da in dem Fall mal einen Haken an Jonas und gehen mal generell auf die Abwehr. Ich denke, man kann schon fast sagen, ja Erich, das ist doch fast schon das Punktstück. Ne? Also die vierte oder fünf beste Abwehr, also auf jeden Fall ganz weit vorne dabei. Von der Abwehr her sind wir schon in der Champions League bald. Die Abwehr ist richtig gut eingespielt, liegt auch an guten Tor. Ja. Ne, das dürfen wir nicht vergessen. Aber auch die Viererkette, die ich aber nicht isoliert sehen will, sondern auch im Zusammenhang mit dem defensiven oder überhaupt mit dem Mittelfeld. Das passt absolut und da sind auch Alternativen mittlerweile da, wenn ich an den Sörensen denke zum Beispiel. Und die Mannschaft ist immer in der Lage, zu Null zu spielen. Ja. Und dann, wenn man das jetzt noch so ein bisschen nach vorne hin erweitert, dann sieht es auch schon wieder besser aus. Ja, wenn du siehst, ich meine, alle, Dominik Heinz kam aus der zweiten Liga von Kaiserslautern. Da hast du nichts gemerkt. Kevin Wimmer, der ja uns verlassen hat, ist ja quasi fast nicht vermisst, kann man sagen. Also der ist ja 1:1 ersetzt worden, oder rede ich jetzt? Ja, also dann auch Kompliment an die Führung. Ne? Egal, ob Schmatke, da ist mal so, ob das ein Schmatke oder Schröger oder wie auch immer. Das passt einfach, die wissen, was sie tun. Ne? Es ist einfach für mich als relativ Außenstehende, obwohl ich jedes Spiel sehr intensiv verfolge, aber von außen das Ganze sehe, das passt absolut. Ein Maron, der immer wieder kommt, der lange verletzt war am Anfang der Saison, könnte man jetzt auch nennen. Also wie nochmal, Abwehrpunktstück, oder? Definitiv. Vor allen Dingen habe ich das Gefühl, hier sind gerade schon so viele Namen angesprochen worden. Ein Heinz, der das Problem, dass das Niveau erreicht hat. Ein Maron, dem vor zwei Jahren wahrscheinlich nicht alle so eine Rolle zugetraut haben, der so auch so eine Führungsfigur ist, der auch, heute sagt man immer, es wird nicht mehr gegrätscht, bei ihm sitzt halt jede Grätsche. Ein Maffrey, der vielleicht auch mit anderen Ansprüchen hingekommen ist, aber wenn er spielt, eigentlich immer das erfüllt. Über Hector haben wir jetzt ausgiebig gesprochen. Rechter Verteidiger, war vielleicht, weil wir uns alle ein bisschen mehr von Olkowski erhofft haben. Einzig kleiner Haken. Ja, wobei, ich finde, mit Risse habe ich eben schon gesagt und nachher auch Sörensen. Das hat mich zum Beispiel überrascht, weil Sörensen für mich jetzt eigentlich nicht die körperlichen Voraussetzungen direkt für den Rechtsverteidiger hat. Da hat das sehr gut gemacht. Eins möchte ich aber dennoch noch anmerken. Das ist natürlich, wenn du insgesamt eher defensiv spielst, ich glaube, der FC hat die fünftbeste Defensive, das geht natürlich dann auch irgendwann zu Lasten der Offensive, da reden wir auch noch ein bisschen drüber. Also Heinz ist jemand, der lange Bälle spielt, Marot ist jetzt vielleicht auch mit dem Verbund mit den beiden Sechsern, Lehmann oder Vogt, der da gespielt hat, auch jetzt nicht, dass die Spieleröffnung von hinten dann schon wie bei Mats Hummels ist oder sowas. Das heißt, weil die ganze Mannschaft relativ defensiv ausgerichtet ist und sehr stark im Verbund Mittelfeld-Abwehr steht, glänzen natürlich auch die Abwehrspieler. Das ist einerseits das Prunkstück, geht aber natürlich dann auch ein bisschen zu Lasten, was hier häufig auch schon mal kritisiert wurde, der Offensive. Da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, aber erstmal wollen wir natürlich auch den Tobias nochmal zu seiner Meinung zur Abwehr befragen, der Mittelfeldspieler, der Sechser-Typ, ne? Also der im Prinzip auch so das Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff ist. Also mit deiner Abwehr kannst du zufrieden sein. Ja, also nicht, dass Missverständnisse entstehen. Ich habe den Sechser beim FC bisher nicht gespielt. Ich hätte gerne noch Peter. Das macht ein anderer Peter Stöger, ist da irgendwie zickig, weiß ich auch nicht. Sonst ist er so ein lockerer Typ, aber da hat er irgendwie nicht. Ja, ich meine, die Statistik spricht ja für sich. Und egal, wer da spielt, das ist ja das Interessante, dass immer mal wieder Spieler kommen und gehen. Dieser Verbund geht dadurch nicht verloren, das Gesamtkonstrukt nicht. Und dennoch haben wir ja schon, wenn man die Torstatistik ist fast genauso wie letzte Saison, aber wenn man die anderen Statistiken nimmt, Großchancen, Passquote, neulich hat der WDR was, glaube ich, sorry, nicht Sky, Statistik veröffentlicht, sind eigentlich im Vergleich zur Vorsaison alle Parameter, die auch das Offensivspiel ausmachen, besser geworden im Vergleich zur Vorsaison. Nur das ist, wenn wir denn jetzt gleich über die Offensive reden, das ist natürlich dann der Schritt, der am schwierigsten ist, der auch am teuersten ist. Und wenn man sich nach oben ranrobbt in so einer Bundesliga, dann da wird die Luft dann wirklich dünn, die nächsten Schritte bei der Offensivqualität zu gehen. Und da haben wir vielleicht auch nochmal, wir haben es eben schon angedeutet, Offensivqualität hatte zum Beispiel auch in der Vorsaison an Pavel Olkowski, der wirklich eine super erste Saison gespielt hat. Und dieses Jahr, ich meine, er hatte ja Ende der letzten Saison eine schwere Verletzung und kam irgendwie nie richtig in Tritt, oder sehe ich das falsch? Schon ein kleiner Schwachpunkt gewesen.
Ja, leider, weil er ja eigentlich schon da sich in Anführungszeichen festgespielt hatte auf der Position. Aber Gott sei Dank gab es eine gute Arbeit, der hat ein bisschen abgegeben nach Nürnberg. Und das hatte ich auch gedacht, dass er sich da mehr durchsetzt. Ist auch nicht berufen worden für die polnische Nationalmannschaft, glaube ich. Der hat schon leider einen Rückschritt mitmachen müssen. Das war auch der Grund, was er eben sagte, dass er Marcel Rissel dann quasi nach hinten aushelfen musste und uns im Prinzip dann auch vorne in der Offensivkraft gefehlt hat aus dem Mittelfeld. Definitiv. Und das ist für mich echt schwer zu erklären, was mit Olkowski passiert ist. Also ich bin jetzt wirklich nicht regelmäßig beim Training und auch das wurde angesprochen, er hatte ja eine Verletzung. Viele Spieler tun sich irgendwie ein bisschen schwer, aber ich hatte auch das Gefühl, als er kam, hat ihn ja überhaupt niemand auf der Rechnung gehabt. Und dann ist der durchgestartet. Ich kann mich da an Spieler erinnern. Da habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn, was der für ein Turbo antritt, wenn der da abgegangen ist, auf rechts. Ne? Der hat sich was getraut, der hat aufs Tor geschossen. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht während der Verletzung war oder sowas. Es ist ja dann oft auch so, wenn Spieler so in einer neuen Liga, in einem neuen Club performen, dass sie vielleicht so gedanklich auch so mal so 10% sich zurücklehnen. Auch das wird jetzt so weiterlaufen. Dann wird noch der Konkurrent verkauft. Pretschko, er war nahezu auf der rechten Seite zunächst unangefochten. Und ich habe auch irgendwie so das Gefühl gehabt, dass ich durch die Zeilen mal ein bisschen gehört habe, dass Peter Stöger auch den Eindruck hatte, er drängt sich einfach nicht so richtig auf. Und das hat Erich gerade auch schon gesagt. Das ist ja fast schon jetzt am Ende der Saison sportlich eine gewisse Tragik fast. Ne? Stammplatz hier verloren. Der war sowas von gesetzt in der polnischen Nationalmannschaft. Jetzt reicht es noch nicht mal mehr für einen 30er Kader. Also das ist schon eine richtig bittere Entwicklung. Ist schade, kann man einfach nur sagen. Eben aus der Leistung der Vorsaison aufgezogen, hier beim FC gebracht hat, die war astrein. Wir haben ja alle gedacht, Mensch, was haben wir denn da? So ein bisschen Richtung Lukas Piszczek oder sowas. Wir haben unseren eigenen sozusagen. Dann kommt er einfach nicht richtig in Fahrt. Hast du einen Erklärungsansatz? Also ich sehe relativ regelmäßig das Training, habe aber auch keine Erklärung jetzt für einzelne Spieler. Und logischerweise, so nah bin ich dann auch nicht dran. Aber ich glaube, das ist auch normal, wenn man eine Saisonbilanz macht. Es gibt immer den einen oder anderen in so einem Kader, für den das Jahr nicht so gut gelaufen ist, aus welchen Gründen auch immer. Ich fand, dass er gegen Dortmund gut gespielt hat. Und dass es für ihn, glaube ich, wichtig ist, dass er mit so einem guten Gefühl nochmal Bundesliga gespielt zu haben von Start weg. Und es hat funktioniert, rausgehen kann in die Sommerpause. Und ich denke, dass der jetzt im Sommer ab dem 4. Juli wieder auch angreifen wird. Auf der anderen Seite, wenn du sagst, ein gutes Gefühl, so in den Sommer zu gehen. Also ich denke, an der Nicht-Nominierung, da würde er schon zu knabbern haben. Also das ist natürlich auch die Frage, wie man sowas wegstellt. Weiß nicht, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass er völlig überrascht war. Also ich gehe mal davon aus, dass auch der polnische Nationaltrainer mit seinen Spielern schon mal ein bisschen vorher spricht und der das nicht aus dem Videotext erfahren hat. Hoffe ich. Das wäre schöner, ja. Also wollen wir auch nicht hoffen. Naja, also letzten Endes kann man immer noch, er hat ja immer noch Vertrag, also er ist ja nach wie vor beim ersten FC Köln. Es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, so nach dem Motto muss ersetzt werden, aber ich denke, wer diese Anlagen einmal gezeigt hat, der kann es ja nicht verlernt haben. Also da muss was. Muss aber doppelt besetzt sein, also sprich, da muss was sein. Also da können wir auch drüber reden. Erich, vielleicht nimmst du das nochmal das Mikro zur Hand, weil genau das ist jetzt der Punkt. Wir müssen natürlich auch über die gewissen Dinge reden, die natürlich überall in den Medien präsent sind. Wir kommen nämlich jetzt ins Mittelfeld und da kann natürlich der Name Yannick Gerhardt nicht fehlen. Jetzt ist natürlich, wir müssen das direkt vorab schicken. Seine Leistung kann man jetzt bewerten, wie er beim ersten FC Köln in der Saison gespielt hat, aber wir müssen natürlich auch bewerten, dass er vielleicht oder sehr wahrscheinlich sogar geht. Vielleicht kann uns der Tobias vorher noch sagen, also bevor wir jetzt groß diskutieren, Erich Stuck oder lang und breit redet, wenn das jetzt schon, sag ich mal, offiziell und sowieso schon vorbereitet ist für die E-Mail, die morgen rausgeht, kannst du es auch eigentlich jetzt hier schon sagen. Ob er geht oder nicht. Ich glaube, keiner hier im Raum möchte Fan eines Fußballvereins sein, dessen Kommunikationschef in einem Brauhaus Franz Pferdekreis aufplaudert. Nein, aber dass ich hier die Frage stellen muss, was ich verstehe, du bist ja selber Journalist, also wirst du also nicht überrascht sein, dass ich dir die Frage jetzt gestellt habe, oder? Du kannst fragen, was du willst. Ja, okay, du antwortest auch, was du willst, ne? Korrekt. Dann sag doch. Okay, war ein netter Versuch, er beißt nicht an. Aber okay, ich muss ihn vorher fragen. Jetzt die Bewertung und die Meinung dazu, bevor es geht. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass er wirklich dass er eine Weiterentwicklung gemacht hat und mittlerweile so ein Stammspieler ist.
Das war ja auch zu Beginn der Saison nicht unbedingt so und zu erwarten. Ich habe mich damals gewundert, ehrlich gesagt, wie das Angebot aus Lissabon. Ich habe gedacht, kommt ein bisschen früh vielleicht und der muss noch ein bisschen warten. Er hat jetzt den nächsten Schritt gemacht. Er kann in verschiedenen Rollen im Mittelfeld spielen, das zeichnet ihn aus. Er hat gute Abwehrqualitäten, aber auch Offensivqualitäten. Hat auch einen Abschluss, könnte vielleicht noch ein paar Tore mehr machen. Deswegen kann ich verstehen, dass die Wolfsburger jetzt ihn haben wollen. Und ich weiß jetzt nicht, wie der SFC Köln in Anführungszeichen denkt. Geld auf der einen Seite, Verlust eines richtig guten Spielers. Das muss der Verein abwägen. Und Eigengewächs auch. Ne? Eigengewächs, ja. Vielleicht geht er mit seiner Schwester ja dann nach Wolfsburg. Nee, hat schon abgesagt. Ja, da war ich schon mehr auf den. Er hat Wolfsburg abgesagt mit den Worten, ich gehe meinen eigenen Weg. Ich dachte, die würden dann eine Wohngemeinschaft machen. Kann man nicht. Thomas, du bist dran. Du verfolgst ja auch alles. Ne? Ja, klar. Ich hab ja gestern auch schon an selber Stelle schon mal kurz meine Meinung anklingen lassen. Also mich hat das Ganze sehr überrascht, muss ich sagen. Weil. Hallo, ist mir gut. Danke. Weil es gibt ja. Es gibt ja zwei Seiten bei dem Ganzen. Erstens mal den Spieler, zum zweiten den Verein. Also der Spieler, muss ich sagen, hat wahnsinnige Anlagen. Du hast gerade eben gesagt, für Mittelfeldspieler, der nach vorne und nach hinten was bringen kann. Der einfach für die Fans sicher auch wichtig ist als Identifikationsfigur, um dem man rum was aufbauen könnte. Ich sage ganz ehrlich, ich kann es nicht verstehen. Ich verstehe nicht, wie man nach Wolfsburg gehen kann. Die spielen noch nicht mal Europapokal. Wenn sie Champions League spielen würden, würde ich sagen, da kannst du dich wahrscheinlich im ruhigen Umfeld auf dem Niveau etablieren. Sie spielen noch nicht mal Europa League. Da braucht mir auch keiner jetzt zu kommen mit Wolfsburg ist so eine lebenswerte Stadt oder ich darf eine neue Stadt. Also das nicht unbedingt. Der kommt aus der Ecke, ne? Jetzt ist nicht weit weg. Ne? Jetzt frag ich. Also das ist jetzt ungefähr so, als würdest du sagen, du kommst doch hier aus der Gegend, du bist Gladbach-Fan. Also zwischen Braunschweig und Wolfsburg ist nun ein ganz entscheidender Unterschied. Okay, über die Lebensqualität. Ich habe mich noch zu Ende reden jetzt gerade. Ich arbeite dran. Ja. Muss ich ihn verteidigen. Braunschweig-Wolfsburg, das hat damit gar nichts zu tun. Zum Zweiten frage ich mich da, was macht der Berater? Also der Berater ist jemand, der beim Stefan FC Köln eine große Vergangenheit hatte. Und ja, also wenn ich da höre, was da für Geldflüsse umherlaufen, dann frage ich mich tatsächlich, ist das Wohl und der Wunsch des Spielers? Denn jetzt könnten ja viele sagen, ja, der war in der Vorrunde nicht immer gesetzt, der hat in der Rückrunde alle Spiele gemacht, obwohl die Leistung da auch nicht immer. Ich erinnere an das tolle Spiel gegen Frankfurt, da saßen die alle und haben gesagt, das ist der nächste Nationalspieler, dann hat er drei oder vier Spiele gemacht, da war es nicht so besonders toll und trotzdem hat Stöger ihn spielen lassen. Und als drittes ist der Verein natürlich gefragt. Wir haben eben gesagt, du musst als erster FC Köln, musst du Zusatzeinnahmen generieren. Ich denke, wenn ein Horn geht, könntest du, wahrscheinlich haben sie mit Zieler gesprochen oder sowas, dann würdest du einen guten Ersatz dafür bekommen. Hector, habe ich eben gesagt, wenn du dafür richtig viel Geld bekommst, weil er keine so zentrale Rolle übernimmt, auch verkaufen. Aber Gerhard wäre jemand, wo du sagen könntest, der kann tatsächlich im Mittelfeld eine tragende Rolle spielen, der kommt von hier und um den herum kannst du ein paar holen. Wie das ganz andere Vergleich, damals die Bayern haben gesagt, Schweinsteiger ist einer von uns, der ist jetzt mal gesetzt im Zentrum. Also von daher war ich wirklich, als ich das gehört habe, war erstaunt und ich finde dann fast 12 Millionen ist mir fast ein bisschen zu wenig dafür, um zu sagen, da haben alle alles richtig gemacht. Ja, wie gesagt, noch reden wir nur über die sogenannten Spekulationen. Nur das Dumme ist, es wird nicht mehr dementiert. Also du dementierst es ja auch nicht. Also wir dementieren Transfergerüchte nie, wir bestätigen die auch nie. Und beim 1. FC Köln ist es so, das, was wir offiziell verkünden, stimmt. Und zu allen anderen Dingen versuchen wir uns nicht zu äußern, weil egal, was ich jetzt hier sagen würde oder was Jörg Schmadtke dazu öffentlich sagen würde, das würde das ganze Thema ja nur eine Runde oder eine Umdrehung weiterdrehen, ohne dass es irgendjemandem hilft. Und insofern muss man da warten, ob es diesen Transfer geben wird oder eben auch nicht. Ralf, das geht. Ich verstehe das. Ralf, das kann ja nur eine Möglichkeit geben. Das kann ich jetzt gar nicht mehr.
Du verkaufst Gerhard für korportierte 12 Millionen und hast jemanden an der Angel, der ähnliches Alter hat, der billiger ist und der vielleicht noch konstanter auch auf der 10 zeigt. Das ist ja der neuralgische Punkt, was er nach vorne kann. Also ich sag mal irgendwie, verkaufst ihn für 12 und holst irgendeinen anderen für 6 oder 8 und denkst, dass er dich sportlich weiterbringt. Das kann das Einzige sein, was für mich dahinter steckt. In die Richtung, ich sag auch, der Jörg Schmadtke, der ist so gut und die Mitarbeiter sowieso auch, der hat mit Sicherheit eine Lösung im Ärmel. Und wenn er einen derartigen Transfer vollzieht, ich bin überhaupt nicht nah dran oder so, aber dann weiß ich, dass er mit Sicherheit da eine Alternative hat und eine Lösung weiß. Ja, ich glaube, wir trüben da ein bisschen, oder müssen da ein Fischchen trüben, genau, dankeschön. So blöd manchmal schlecht. Wir trüben den Fischchen, ja. Der zweite Saison vorbei ist, also nein. Ich möchte von euch mal hören. Also jetzt hätte ich wirklich ganz gerne, wenn sich ein paar Fans melden würden, die eine Meinung zum Gerhard, ja, zur Personalie haben. Da hinten kommt jemand, wie heißt ein Mikro, am besten reinsprechen, dann haben wir das auch auf dem Ton richtig drauf. Test. Also ich denke, dass der Junge den auch zu erwartenden Sprung gemacht hat, die Saison. Wirklich ein absoluter Top-Spieler geworden ist. Meine Lieblingsszene war gegen Darmstadt, wo er ersten Ball mit der Hacke mitgenommen hat und dann noch den Ball im Kopf, weil sich dann verletzt hat. Also ich glaube, das schafft nur ganz wenige. Meiner Meinung nach hätte der eine gute Zukunft hier und der ist mit 12 Millionen deutlich zu billig. Also nächstes Jahr ist die 2 vorne. Kann ich mir gut vorstellen. Wenn vielleicht England kommt oder so. Ne? Aber vielleicht noch eine andere Meinung, wenn das Mikro einmal da ist, dann meldet euch. Der Michael hat hier eine Meinung, auch von zwei Kölsch. Also in dem Fall ein Kölsch. Die Meinung von ein Kölsch, immer, das gibt ja auch. Also meine Meinung zu Gerhard ist ganz klar, dass jemand, der in dem Alter nach Wolfsburg wechselt, den möchte ich nicht als Zentrum unserer zukünftigen Mannschaft hier sehen. Um den herum möchte ich keine Mannschaft aufbauen. Und wenn wir für den 12 Millionen kriegen, dann Briefmarke auf den Hintern und weg. Schönen Dank. Das war der Karl-Rund-Beitrag hier. Briefmarke um den Arsch. Ja, okay, das waren zwei Meinungen. Wir haben vielleicht noch mehr. Ja, der Marcel hier. Ja, sein Job hier. Ja, mit 12 oder 14 Millionen muss man natürlich auch wirtschaftlich für den Verein denken. Ich sehe jetzt noch nicht den Riesensprung von Yannick Gerhard. Sehr talentiert. Aber man muss natürlich auch für seine Perspektive denken. Heute ist ja auch das Finanzielle für den Spieler sehr wichtig. Aus europäischer Sicht kann es ja nicht dran liegen, dass er international spielen kann, das ist klar. Aber es wurde ja schon angesprochen, vielleicht ist ein Spieler, Herrn Schmadtke an der Angel, der vielleicht noch etwas besser, was weiter ist, vielleicht auch etwas erfahrener und vielleicht auch offensiv uns mehr weiterhilft, denn so als Zehner sehe ich ihn persönlich nicht. Ich finde, besonders nach hinten hat er seine Schwächen. Da ist noch viel drin. Vielleicht schafft das dann, wo auch immer hin wechselt, dann besser als auch uns. Okay, das war jetzt der Marcel mit seiner Meinung. Dankeschön. Ich denke, eine letzte können wir noch hören, wenn er auch möchte. Es sei denn, es ist schon alles gesagt worden. Dann Stefan vielleicht oder sonst. Nein, nee, scheint nicht so zu sein. So, wenn du mir jetzt nächstes Mal ein Röckchen hier hinlegst, dann weiß ich ja nicht, wie ich als Experte, sondern nur noch als Mikrofonhalter unterwegs bin. Ja, immerhin, was darfst du halten? Mikrofon nach unten halten. Aber ich habe noch. Hab die vergessen. Das nein, ihr Lieben, wir sollten das einfach nur offen diskutieren. Deswegen. Also ich denke, es wäre schon eine Enttäuschung für uns alle, wenn er geht. Andererseits in der heutigen Zeit 12,5 Millionen. Ich glaube, wofür hat der FC noch nie eingenommen, oder? Lukas war damals wie viel? 15, ne? Ja, okay. Da müssen wir vielleicht noch ein bisschen hochschrauben. Also könnt ihr mal raus vielleicht Bescheid sagen. Nein, aber es ist nun mal so. Stefan Engels ist der Berater und ja, in dem Fall hat er ihn wahrscheinlich empfohlen zu gehen. Schade, aber ist das so. Warten wir es einfach ab, bis es dann endgültig wird, weil irgendwann wird die Medienabteilung dann ja wieder die E-Mail rausjagen und dann wissen wir dann endgültig Bescheid. Lass uns einfach über andere Personalien sprechen, gerade das Mittelfeld. Erich Rutemöller, außerhalb von Gerhard. Ich meine, wenn ich so ein bisschen so was zu kritisieren hätte an diesem Mittelfeld, ist einfach, dass nach vorne immer noch zu wenig Kreativität da ist. Wir hatten ja alle gehofft, durch Jovic würde das jetzt gelöst werden, das Problem. Aber irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, es fehlt noch ein bisschen was da in der Richtung. Bestätigt das der Trainer oder nicht? Ja, da sind wir auch am schwierigsten Teil, den man zu lösen hat. Wenn man fängt damit an, gut Tor zu haben. Das war übrigens schon ein Spruch von Hennes Weisweiler, der sagte, wenn du eine Mannschaft aufbaust, fang mit einem guten Torwart an. Und der wusste, was er sagte.
Man baut eine Abwehr auf, wir haben eine gute Viererkette, wir sind noch gut organisiert, wir haben ein ordentliches defensives Mittelfeld mit ein paar Alternativen. Und dann geht es jetzt los in die sogenannte Kreativabteilung. Da tun wir uns schwer, gebe ich dir recht. Warum auch immer, das könnte man an Personen festmachen, das könnte man an irgendwelchen taktischen Vorgaben festmachen. Und dieses flüssige, auch ideenreiche Kombinationsspiel fehlt sicherlich bis hin zum Torabschluss. Du hast natürlich Gott sei Dank jetzt einen Spieler, der 15 Tore macht. Leider können wir da auch noch ein bisschen, da könnte man auch noch ein bisschen tun. Offensivabteilung. Okay. Also ich bin davon überzeugt, dass der Jörg Schmadtke und zusammen auch mit dem Trainer oder dem Trainerstab sich, dass sie sich verstärkt Gedanken machen über dieses Problem, bin ich überzeugt. Ja, der Tobias ist nach oben, wir fangen mit Thomas an, der greift sich schon das Mikro. Bitte, hau ein, Junge. Ich habe gedacht, da wird gerade die E-Mail rausgejagt. Ist das die E-Mail? Hey, was vielleicht viele FC-Fans interessiert, wir spielen ja gerade. Kassel, ja, ne? Ja. Das ist ganz so furchtbar, wie steht's denn? Also ich hätte jetzt gerne eine Tipprunde. Du kriegst auch einen Kölsch von mir, wenn ich jetzt richtig liege. Ja. Wenn du jetzt mit dem Ergebnis richtig liegst und nicht auf mein Handy geguckt hast, dann kriegst du von mir einen Kölsch. Ja. Aber ich habe die Brille nicht an, also keine Chance. 2-0 für Karlsruhe. Ich sag mal 3-0 für den FC. 2-0 für Karlsruhe. Kassel. Fängt auch mit K an, aber okay. Kassel war gemeint. Bitte. Ja, wenn er schon so fragt, wahrscheinlich steht es 4-1 für Kassel oder was. Ich meine, du sagst 3-0 für den FC und willst damit Kölsch verdienen. Das ist ich jetzt nicht ganz. 83. Minute steht es 5-3 für Kassel. Was? Moment, die FC-Tore habe ich richtig vorher gesagt. Also müsste ich ja eigentlich ein halbes Köln stehen. Ja, nicht die 5 von ja, mein Gott, das kann man ja auch vernachlässigen. Da steht der Stöger im Tor. Ich gucke gerade sagen, wer steht da am Tor? Also, das ist ja unfassbar. Also sprechen wir noch mal kurz über das Mittelfeld. Jojic. Ja, wir waren abgewischt, also bitte schön. Genau. Ich glaube einfach, Jojic ist natürlich ein ganz anderer Spieler, aber das erinnert mich irgendwie an Rolkowski. Als Jojic damals in Dortmund in die Liga kam, war der richtig stark. Der ist vorne reingegangen, der war spritzig, da glaube ich in 10 oder 11 Spielen hat er 4 oder 5 Tore gemacht. Als ich dann gehört habe, der FC holt den, habe ich gedacht, boah, das ist genau der richtige Mann. Vor allen Dingen, den haben sie glaube ich für 2 oder 2,5 Millionen bekommen. Muss man aber auch sagen, also wenn ich den Jojic schon heute sehe, der kann immer noch kicken. Das hast du ja auch bei dem Tor wieder in Dortmund gesehen. Ja, gar keine Frage. Aber es gehört auch ein bisschen mehr auch dazu. Es gehört Athletik dazu, es gehört wahrscheinlich Vorbereitung in der Saison dazu. Das erinnert mich schon ein bisschen vom Leistungsabfall an Rolkowski. Auf der anderen Seite musst du sagen, für 2,5 Millionen kannst du dann natürlich auch keine Garantie einkaufen, dass du eine super 10 bekommst. Deshalb nochmal, 12 oder 14 Millionen für Gerhard machen dann Sinn, wenn ich vielleicht für 8 Millionen eine richtig gute 10 bekomme. Weil ich glaube nicht, ich glaube sogar, wenn Jojic jetzt noch einen Konkurrent da hat, dass er sich daran vielleicht aufbauen kann im Training, allein auf der 10 bin ich ein bisschen skeptisch bei allen Anlagen, die er hat. Ja, Erich, was sagst du? Jojic, ich meine, der war ja auch unter anderem dafür geholt worden, was Thomas gerade sagt. Auch Standards hat man sich was erhofft, weil dafür bin ich ja nicht gerade stark. Ich habe mir der Colonia Cup am Anfang. Ja, da habe ich ihn gesehen, da hat er auch ein tolles Freistoß-Tor geschossen. Ja. Da habe ich gedacht, oh, da haben wir wieder einen auch für Standards und so. Und dann bin ich enttäuscht worden, das stimmt. Und hat auch dann nicht mehr gespielt und sicherlich zu Recht nicht. Von daher, und wenn er kam zu wenig, ist mir unerklärlich, aber es ist so. Es ist wie es ist. Bis zum Mainz-Spiel, ne? Und daher dann dieses Tor gemacht. Ja. Ich habe das Gefühl, seitdem kommt er auch ein bisschen, dass das also jetzt dieses Tor dagegen Dortmund, und das hätte ich übrigens genauso gemacht. Ne? Also wirklich, nein, meine Frau ganz bezeugt, ich habe so richtig einen Plupfen, also wie damals eine Plupfen jetzt. Wer hat das gemacht, der Kollege Marcel Reif? Ne? Du hättest also nicht genauso gemacht, sondern genauso gesagt. Ich hätte es genauso versucht, ich hätte wahrscheinlich beides. Das war übrigens mit dem Plupfen, das war Jörg Dahmann, 94, Karlsruhe Valencia. Ich liebe Leute, die Plupfen. Rainer Schütte wird irgendwann Valencia. Nein, nein, Plupfen jetzt, Plupfen, Plupfen jetzt. 3-1 gegen Juventus Turin, 97. Das war Lars Ricken, aber wir fangen da von hinten an. 94, 97. Ja, mein Gott, ey. Ich kann aber auch von einem Spiel her, Junge. Da fangen wir natürlich damit an. Valencia, ab, ey. Immer ein Profi. Wir waren bei Jojic stehen geblieben, da wollten wir nicht zu sehr abweichen. Ja, das ist doch eher nicht mehr ein bisschen mehr, aber. Komm, dann kannst du jetzt wirklich mal brauchen, jetzt. Ich kann mich dem nur anschließen, was Erik Rutemöller gesagt hat. Hat ja sehr gut angefangen, hat auch von Anfang an gespielt in Stuttgart am ersten Spieltag.
war da also in der Startelf und auch in den Vorbereitungsspielen. Haben wir ja relativ früh zum Beispiel in einigen Spielen 4-1-4-1 gespielt, statt dem 4-2-3-1, das wir davor gespielt haben. Das war ja auch schon die Idee, ein bisschen offensiver zu sein in der Zentrale. Das hat aus Sicht vom Trainer vermutlich nicht so funktioniert. Und dann ist es ein Zusammenspiel aus vielen Dingen. Die Mannschaft war auch stabil und so ohne Jovic. Und dann wechselst du auf so einer Position auch nicht einfach mal so just for fun deinen zentralen Mittelfeldspieler aus. So, und dann, aber ich habe auch das Gefühl, dass so die letzten Wochen das aufwärts geht und dann muss man jetzt mal gucken, wie die Saisonvorbereitung läuft. Ich hoffe, weil ich halte viel von dem. Also ich meine, Techniker, da bin ich sowieso ein Freund von. Ich sage jetzt nicht, weil ich auch einer war, sondern einfach nicht in der Geil. Du brauchst rein so zu gucken. Ne? Also, du musst dich jetzt darauf hier schätzen. Also, vor 20 Jahren war deutlich anders. Ich habe gehört, habe ich Bilder von dir ausgesehen. Du warst ein richtig junger, attraktiver Mann. Also damals vor 20 Jahren. Komm da auf. Du hast eine gute Figur gehabt, deine Frau wird es bestätigen können. Und ich habe gehört, du warst ein Zehner. Also ich habe gar nichts gesagt. Ja, war ich. Aber das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Aber ich weiß, wie ein Ball aussieht. Also, lass mir das einfach mal weg. Er liegt die ganze Zeit einer vor dir, ist doch klar. Ja, kann ich mir das mal anschauen. Ich weiß aber auch, was man damit tun kann. Ne? Also da kommt auch mal nebenbei dazu. Aber lass mal einfach mal weg. Lass mal meine Fußballkünste spielen hier heute keine Rolle, sondern die Fußballkünste unserer Spieler. Ja. Jovic haben wir jetzt außen vor. Lehmann? Eigentlich wie immer. Ne? Also der typische Lehmann-Saison. Du kannst eigentlich nicht auf ihn verzichten. Ne? Nein. Klar und deutlich nein. Nein. Ja, ich tue mich da schwer. Ich bin ehrlich gesagt kein Lehmann-Fan. Muss ich auch nicht sein, aber ich muss auch jetzt nicht irgendwas beschönigen oder etwas anders formulieren als ich denke. Also von daher tue ich mich mal schwer, denn da fehlt mir doch ein bisschen aus der Position heraus. Der hat richtig gute Anlagen, auch sagen wir mal, vom Einsatz her, Haltung her, der macht viele Kilometer, aber du musst ja auch, ich sag's mal jetzt ein bisschen salopp, du musst ja auch Fußball. Kreative Szenen schaffen können, auch aus der Position, und da fehlt es mir einfach ein bisschen. Es ist sicherlich, der hat ja, ich weiß nicht, wie er kam, unter Stanislavski, glaube ich, der wollte den ja wohl haben und der weiß auch warum, aber von da an habe ich den schon verfolgt und ich bin immer so ein bisschen enttäuscht von ihm. Echt? Also ich sehe den, also klar, ich meine, dass er kein Maradona ist, das weiß er selbst, hat er auch selbst jemand gesagt, dass er jetzt nicht von der Seite her kommt, sondern dass er natürlich Kampf und auch Laufbereitschaft etc. Vor allem nach defensiv nach hinten bringt das halt richtig, wie ich finde, gut. Nach vorne habe ich dann eher nicht. Ja, das ist ja genau das bisschen das Dilemma, glaube ich, was Erich auch anspricht. Er ist ja, das sagen auch viele, in der Mannschaft unheimlich wichtig, weil er die Jungs zusammenhält, weil er das vom Trainer umsetzt, und solche Spieler brauchst du ja auch. Allerdings hat Erich ebenso recht. Die 6 ist ja eigentlich mittlerweile fast die wichtigste Position im Fußball. Du sollst hinten organisieren, du sollst Zweikämpfe gewinnen und darüber hinaus zumindest den ersten Ball initiieren. Und ich weiß gar nicht, ob er die Anlagen dafür nicht hat, aber ich glaube, er ist nicht der Allerschnellste. Da fehlt dann vielleicht auch mal ein Stück Spritzigkeit oder diese Kreativität. Das heißt, für das, was der FC jetzt spielt, Platz 9, ist das ein wichtiger Spieler, um den nächsten Schritt zu machen. Tue ich mich jetzt auch vielleicht ein bisschen schwer und ich nehme da jetzt ganz bewusst jemanden rein, der, hier weiß es gar nicht so, aber beim FC sehr viel kritisiert wird, das ist Vogt. Der hat in seiner ersten Saison gezeigt, wie man aus der Sechserposition auch nach vorne was machen kann. Ich weiß nicht, der ist jetzt im zweiten Jahr auch unerklärlich abgefallen. Ich glaube auch, dass das mit dem Selbstverständnis von ihm selbst und der Rolle zu tun hat. Warum sitze ich jetzt auf der Bank? Aber das ist eigentlich so ein bisschen nach hinten Zweikämpfe gewinnen, organisieren und vorne auch mal was machen. Und ich glaube, genau so muss man die Bilanz von Matze Lehmann auch wählen. Wichtig fürs Team, wichtig als Kapitän, aber der nächste Schritt wird sicherlich schwierig mit der 6. Du hast einen ganz wichtigen taktischen Punkt gesagt, da müsste ich auch vielleicht mal ganz wenig ausholen. Bitte. Und ich will jetzt nicht hier als Lehrmeister auftreten, aber so ein bisschen die taktische Entwicklung. Wir haben früher immer von den Spielmacher von der Nummer 10 gesprochen, der Netzer Oberhand und so, völlig richtig. Das geht immer weiter zurück.
Ja, mittlerweile müssen diese kreativen Aufgaben auch mehr aus dem defensiven Mittelfeld kommen. Das wären so Spieler wie Lehmann Vogt. Ich sag mal Beispiele, Ballack Frings während der WM damals, da war der einer ist mehr für Defensive zuständig, der andere mehr für die Offensive. Das waren Ballack Frings. Oder ich sag mal ein Beispiel noch aus dem internationalen Fußball, wird es auch vielleicht klarer. Die Franzosen hatten ein Mittelfeld, ein defensives Mittelfeld mit Patrick Vieira und mit Makelele. Makelele war der Ausputzer vor der Abwehr, der Vieira war der offensive Spieler. Pirlo, Gattuso ist noch viel eklatanter. Gattuso defensiv, Pirlo aus der defensiven Mittelfeldrolle, der Spielmachertyp. Das hat sich nämlich mehr nach hinten verlagert. Ja, wobei der Gattuso nicht nur treten konnte, sondern der konnte auch noch vor. Aber der war eher für die Defensive zuständig. Und ich sag mal, vielleicht geht die Entwicklung sogar dahin, dass es noch weiter zurückgeht, dass irgendwann mal ein Innenverteidiger diese Aufgaben erfüllen muss, von der Spieleröffnung her als spielmachende Fähigkeit. Und macht den Hummels hier teilweise schon in Dortmund zum Beispiel. Ich wollte nicht jetzt hier als, wie gesagt, als großer Taktiklehrer auftreten, sondern das ist natürlich was ich in der Ausbildung mache. Aber das sollte man mal im Kopf haben. Da sollten wir auch alle gut zuhören. Der Mann, die wissen es ja auch alle, hat ja jahrelang viele Bundesliga-Trainer ausgebildet als Chefausbilder des DFB. Und der Mann weiß, wovon er redet. Und ich denke, der Tobias weiß auch, wovon er redet. Und jetzt meine ich jetzt wirklich mal ernst, ohne Flachserei. Du spielst ja auf der 6. Also ich meine, tu mir da jetzt auch mit Matthias Lehmann wirklich total unrecht. Nein, das ist ja klar, ist ein anderes Niveau. Aber nein, so meinte ich das nicht. Vergehen wir das. Ja, ich wollte gerade sagen, kommst du eh nicht. Hast du mich was gefragt? Ja, wie du den. Hast du jetzt alles gehört? Nein, ich kann alles wiederholen jetzt. Nein, auf der 6. Matthias Lehmann. Wie ich Leistung. Auf der 6 spiele. Nein, wie Matthias Lehmann auf der 6 spielt und wie du das beurteilst. Also, ich bin Fan von Matthias Lehmann. Er ist in dieser Mannschaft ein absolut wichtiger Bestandteil, ist jetzt seit Micho Bretschko nach Nürnberg gewechselt, ist der Kapitän. Und ich glaube, all die Dinge, die wir hier schon festgestellt haben, von Charakter, von Stabilität, von Auftreten, Professionalität und so weiter, haben auch mit dem Kapitän dieser Mannschaft sehr viel zu tun. Natürlich hat er ja, wie gesagt, hier selber schon gesagt, Matthias Lehmann ist kein Kölscher Maradona und auch kein Pirlo. Läuft, glaube ich, pro Spiel 10 Kilometer mehr als Pirlo. Aber ich kann nichts anderes sagen, als dass ich Matthias Lehmann super finde, weil ich das auch wirklich bewundernswert finde, in so einer Liga mit so vielen Fußballern, die bestimmt ein anderes Talent haben und aus Nachwuchsleistungszentren und so weiter kommen, dass er sich da mit 33 Jahren festbeißt und 30 Bundesligaspiele macht. Deshalb, von mir wird es kein kritisches Wort an Matthias Lehmann geben. Sorry. Ich kann nicht, musst du ja auch machen. Das ist ja eine Aufgabe hier. Du sollst ja nicht hier alle in den Senkel stellen. Das tun wir ja auch nicht. Also, ich muss mal ganz klar sagen, auch Matthias Lehmann, den ich ja auch am Stammtisch habe kennenlernen dürfen, ich habe allerhöchsten Respekt dafür, was er für den Verein bringt, wie er sich einsetzt und was er da macht. Nur aus reiner Fansicht und nicht menschlich, persönlich oder sonst was, würde ich mir jemanden wünschen, der ihn spielerisch verdrängt. Und das wäre so ein bisschen mein Wunsch, dass man auch gerade auf dieser Position, die für mich eine ganz wichtige ist, dass man da bei den Neuverpflichtungen natürlich auch darauf achtet, Marco Höger kommt ja jetzt, dass man auch einen Spieler hat, der nach vorne hin auch, sag ich mal, nicht nur die Stabilität nach hinten gewährleistet, sondern auch, ja, das, was alle wollen, jemand, der den Stürmer mit Flanken füttert. Ja gut, wir sind uns ja alle einig, der Peter Stöger ist ein klasse Trainer und der weiß, was er tut und der macht ihn zum Kapitän und der spielt bei ihm, dann ist das schon okay. Ne? Nur man darf ja diese Gedanken mal im Kopf haben. Und den Job, ihn aus der Mannschaft zu verdrängen, das ist ja nicht seine, sondern das ist der Job dann von anderen Spielern. Aber ich warne zum Beispiel auch dafür, dass jetzt alle sagen, okay, da kommt jetzt ein Höger von Schalke, der hat da Champions League gespielt und sowas. Also ich finde, dass Marco Höger in Schalke eine sehr gute Rolle gespielt hat, solange er fit war. Er war ja jetzt länger verletzt. Aber das ist jetzt auch keine, also die Illusion muss ich mal direkt nehmen aus meiner Sicht, die aus der Sechser-Position jetzt
pro Spiel 4 oder 5 geniale Ideen nach vorne hat. Das ist jemand, der hat ein bisschen Dynamik, ich hoffe, er wird wieder fit, ne? Der schleppt auch mal den Ball durchs Mittelfeld, der ist sicherlich schneller als Lehmann. Ich weiß nicht, wie die Pläne von Peter Stöger auch sind, ob die beiden nebeneinander spielen sollen, ob man sagt, okay, da holt man vielleicht noch einen dritten, wenn Vogt geht und man hat da einen Dreikampf. Also Höger ist ein guter Mann, ist aber jetzt auch keiner, der auf der 6 spielerischen Quantensprung zu erwarten ist. Gut, wir müssen natürlich auch die Transfersaison jetzt abwarten. Das ist ja, glaube ich, auch wahnsinnig schwer, jetzt genau über diese Themen zu sprechen, was wir sonst gerne machen, weil einfach so viel in der Schwebe ist. Ne? Weil so viele Dinge, geht Horn, bleibt er, was ist mit Hector? Hector ist ja auch nicht 100% sich entschieden, obwohl ich so einen Verdacht habe. Also ich glaube, dann verändert sich auch die ganze Transfer-Saison des 1. FC Köln noch einmal, obwohl das wahrscheinlich alles von langer Hand schon geplant und vorbereitet wurde. Aber das dürfen wir ja noch nicht wissen. Also von daher lassen wir das einfach mal außen vor. Ich würde jetzt gerne mal die Fans befragen, bevor wir noch zu der Offensive kommen. Das machen wir natürlich auch noch. Wie zufrieden seid ihr mit der Saison? Ich meine, wir dürfen eins nicht vergessen. 9. Tabellenplatz, die beste Platzierung seit 24 Jahren. Nicht die meisten Punkte, aber die meisten Platzierungen. Daniel Dieter, auch ein Dieter. Also mit dem 9. Platz bin ich natürlich sehr zufrieden. Keine Frage. Mit den Spielen bin ich nur sehr leidlich zufrieden. Da habe ich 3, 4 gute gesehen, Schalke, Dortmund. Und da hat es doch arg gehapert und da bin ich sehr oft unzufrieden aus dem Stadion gegangen. Nicht nur bei Niederlagen, auch bei den Unentschieden, die wir gesehen haben. Und wir haben viel zu viele Unentschieden gesehen. Das ist jetzt deine Meinung zur Saison? Zufrieden mit der Platzierung? Auf jeden Fall, klar. Spielen könnte es noch 8 bis 10 war mein Ziel. Ja. FC hat ja 14 oder 15 gesagt. Ich hatte damals 8 bis 10 gesagt. Voll erfüllt, Ziel erfüllt, alles super. Aber die Spielweise ist noch, da ist noch Platz nach oben. Aber es kommt doch. Genau, danke für die Meinung. Vielleicht haben wir noch andere Meinungen, kann der Dieter vielleicht weiterreichen. Ich glaube, hier hinten waren noch mehr Meinungen, oder? Gibt es noch ein paar? Alle Thomas. Hau rein. Also ich glaube, man kann gar nicht anders als zufrieden sein, weil ist ein paar Jahre her, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz hatten. Das ist 24 Jahre oder was, ja. Ist also nichts, was man mal so eben mit links mitnimmt. Und dass dieses Umschalten von einer totalen Defensivmannschaft in eine dann vielleicht etwas offensiv spielende Mannschaft nicht so ganz leicht ist, das hätte man sich denken können, das haben wir uns als Fans alle anders vorgestellt, aber man hat dann gesehen, dass da eben auch noch andere Mannschaften auf dem Platz sind. Die haben was dagegen. Deswegen, ich finde das total super, ich bin super happy mit der Saison. Sind viele Sachen gesagt worden, die vollkommen richtig sind, meiner Ansicht nach auch. Zum Beispiel Vogt, das fand ich interessant, das würde ich gerne mal in die Runde werfen. Bei Vogt hatte ich den Eindruck, dass der gar nicht wirklich schlechter geworden ist, sondern dass es ein bisschen zeigt, dass sich das Niveau insgesamt angehoben hat, dass der sich einfach schwer tut, mitzuziehen. Vielleicht ist das auch nicht so fast, ich weiß es nicht. Ne? Also das, ich hatte den Eindruck, dass ich merke, der Silbenfall am Anfang, der hat so ein kleines Füßchen links-rechts, aber in letzter Zeit hat er dann häufiger mal, ich sag mal, den Klumpfuß rausgeholt. Ja, das hat nicht mehr so richtig funktioniert und ich hatte aber nicht den Eindruck, dass er komplett von der Rolle ist, sondern dass insgesamt das Niveau besser geworden ist und dass es schwieriger ist, sich durchzusetzen. Das würde dafür sprechen, dass wir insgesamt auf dem Weg nach oben sind. Okay, auch eine Meinung, die wir natürlich gerne zur Kenntnis nehmen. Vielen Dank dafür. Und Marcel will nochmal was sagen. Und da hinten haben wir auch nochmal eine Stimme. Fangen wir mit der Lady an, genau. Marcel, der Lady, das macht. Jetzt mache ich drauf. Also ich bin mit der Saison sehr zufrieden. Also ich bin auch ein Fan, der halt immer im Heimspiel, also beim Heimspiel dabei ist und auch sehr oft auswärts fährt. Und ich finde, wir haben auswärts auch richtig geile Siege diese Saison erlebt. Sei es in Leverkusen oder in Schalke oder Hannover oder in Mainz. Das war für mich das Highlight der Saison. Weil wir sind wirklich mit dem Gedanken hingefahren, Mainz. Ist ja eh sehr schwer, holt man wahrscheinlich nicht viel und dann haben wir noch das Spiel gedreht. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir halt auch viele Punkte verloren haben durch die Fehlentscheidungen der Schiedsrichter und dann würde das jetzt auch alles ganz anders aussehen. Wichtiger Aspekt, ja. Und ja, vielleicht hätte es ja dann auch jetzt schon mit Europa geklappt. Und, ja. Hat er nicht, ne? Okay, danke, das nehmen wir ganz und danke vielen, super, finde ich gut. Als letztes mal den Marcel, bevor wir unsere Schlussrunde Richtung Offensive und Ausblick machen.
Also ich persönlich finde, dass ein spielerischer Reifeprozess stattgefunden hat gegenüber der letzten Saison. Man hat gemerkt, dass unsere Ausrichtung mehr auf Konterspiel vorausgesetzt dann war. Dass wir versucht haben, mehr Pressing auszuüben. Teilweise ein bisschen die Kreativabteilung natürlich gelitten hat, wie besprochen auch schon hier. Man darf auch nicht vergessen, wir haben extrem viele Chancen auch eigentlich kreiert in unserem Konterspiel, aber auch extrem viel liegen lassen. Da werden wir auch nachher drauf kommen, in puncto Modest. Aber insgesamt denke ich, ist es ein Fortschritt. Also ich als persönlich in meinen 22 Jahren, ich gehe jetzt auch schon einige Jahre ins Stadion. Für mich war ein einstelliger Tabellenplatz in der zweiten Liga nur zu sehen. Oder wenn ich mal auf der Playstation quasi gespielt habe. Aber dann war eine Voraussetzung. In Europa kommt auch noch was zu früh. Natürlich kann man über schiedsrichter Entscheidungen reden. Hätte, wenn und aber. Wir hätten auch natürlich auch einige Punkte mehr über eigenes Spielen holen können. Man darf das nicht nur an den Entscheidungen festmachen. Das ist natürlich ein Kriterium. Aber insgesamt darf man noch zufrieden sein. Wir sollten natürlich à peu gehen. Treppchen für Treppchen. Und wenn es irgendwann zu Europa reicht, dann dürfen wir stolz drauf sein. Wir dürfen auch jetzt stolz drauf sein, was aus unserer Mannschaft rausholen wird. Wie sie die Stadt und den Verein mittlerweile präsentiert. Und ich denke, damit sollten wir alle zufrieden sein und auf neue Ziele aufgehen. Super, Dankeschön. Auch von Ihrer Meinung. Den hole ich nehmen auf. Das war dann wirklich der letzte, sonst passiert was nicht mehr. Gut, solide Ziele wurden vorgegeben. Solide Ziele wurden erreicht. Besonderer Dank an Peter Stöger, an Jörg Schmatke und die gesamte Mannschaft, einschließlich. Besonders danke ich der Zusammenarbeit und der Menschlichkeit und alles das, was der FC ausstrahlt. Das ist für uns in der Eifel auch etwas ganz Besonderes. Danke. Super. Wenn du das so hörst, die Meinungen, das ist so ein kleiner Querschnitt. Das deckt sich vielleicht auch mit dem, was du von anderen Fans hörst oder anders. Wie siehst du es persönlich mit der Saison des 1. FC Köln? Also außerhalb von Facebook höre ich das auch so, zum Glück. Bei Facebook ist es manchmal ein bisschen anders bei der einen oder anderen Diskussionsrunde. Ich meine, wenn ich mal nicht als FC-Angestellter spreche erstmal, sondern als Fan. Meine erste Saison war, glaube ich, die 87-88 Saison, als es so langsam anfing. Und 90 habe ich geweint, weil wir nur Vizemeister geworden sind. Insofern, ich kenne auch ein bisschen mehr als Platz 9, aber wie waren die letzten 25 Jahre? Ich habe das fürs Reisbach-Echo rausgesucht, für das Vorwort von der Geschäftsführung. Also als wir das letzte Mal 9. oder dann 4. geworden sind in der Bundesliga, ist Bill Clinton US-Präsident geworden, IBM hat Microsoft 3.1 gelauncht und Eric Clapton hat sein Unplugged-Album rausgegeben. Also das ist schon ein bisschen her, keine Selbstverständlichkeit, und ich glaube, ein Verein, der mal ruhig, stabil 68 Spieltage nicht auf einem Abstiegsplatz stand, der tut uns einfach allen wahnsinnig gut. Also, weil es für die Nerven auch wenn man sagen kann, wir sind irgendwie, die Zeit hat es, glaube ich, geschrieben, Hitzelsberger, in seinem Saisonrückblick hat er gefragt, hat der FC überhaupt mitgespielt? Ich nehme das absolut erstmal als Kompliment. Okay, ja, manchmal, das ist auch noch ein Vorwurf, der manchmal langweilig geworden wäre. Ne? Also ich meine, HSV wollen wir ja jetzt nicht werden. Ne? Aber obwohl er für dieses Jahr deutlich besser war als in der Vorsaison, bevor er jetzt wieder umkippt. Ne? Aber nein, jetzt fahren wir den Erich Runtemöller noch, da kann er noch bei dem Köln schon mal nachdenken, weil er mir gleich in den Ohren haut. Ich schaue auf die Tabelle. Und sind wir schlechter als Mainz? Sind wir schlechter als Berlin? Nein. Also es ist so nah Richtung Euroleague, das ist einfach so. Und da muss unser nächstes Ziel sein. Diesen Ehrgeiz muss man haben, das ist realistisch. Und von daher wirklich Kompliment, da schließe ich mich Ihrer Meinung an. Kompliment an die Trainer, an den Trainerstab, an die Führung, an alle, die mitarbeiten im 1. FC Köln. Der Club steht wieder da, wo er momentan sowieso hingehört. Und der ist auf dem richtigen Weg, wieder dahin zu kommen, wo er mal war. Das hören wir gerne. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, weil ich mir Thomas viel zu viel Zeit gegeben habe, das nachzudenken. Aber warum? Also, du darfst alles sagen. Ich finde, dass der FC eine
gute Saison gespielt hat. Platz 9 ist richtig gut. Bin bei Tobias 2 Jahre ohne Kontakt zu den Abstiegsplätzen. Ich würde mir jetzt wünschen, dass es, das ist schwierig, spielerisch eine Fortentwicklung gibt. Ich würde mir wünschen, dass der ein oder andere junge Spieler ein bisschen sein Charisma, seinen Charakter noch ausprägt, weil das ist schon auch eine sehr brave Mannschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, nach dem Sieg gegen Darmstadt, wo die Klasse gehalten wurde, war kein einziger Spieler in der Stadt. Ich glaube, das hätte es früher nicht gegeben. Und, ja, und in einem muss ich aber Erich Rutemöller trotzdem recht geben. Man sollte auch nicht so tun, als wenn es unmöglich wäre. Also wenn Augsburg nach Europa kommt, wenn Mainz nach Europa kommt. Und man hat ja auch gesehen, was das im Verein bringen kann. Also ich glaube, hier sitzen jetzt nicht so viele Eintracht-Frankfurt-Fans hier drin. Von Gladbach will ich gar nicht sprechen. Aber wenn damals 15.000 Frankfurter in Bordeaux sind oder 12.000 Gladbacher in Rom, das ist doch geil, muss man ganz ehrlich sagen. Also das kann doch nicht sein, dass man immer sagt, oh, wenn wir in Europa nicht kommen, dann sind wir nächste Saison im Abstiegskampf. Nee, das muss der natürliche Anspruch sein, denn ihr seid doch die Erben des Real Madrid des Westens, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nein, Real Madrid ist der erste FC Köln des Südens. Okay. Aber du hast es schon erklärt. Aber der Stefan wollte übrigens eben noch was sagen, hast du geflissentlich übersehen. Immer wieder. Der ist so bescheiden, so ruhig, deswegen sitzt auch der große Dieter davor. Natürlich, hau rein, komm, die Zeit nehmen wir uns jetzt auch noch. Also, Mikro einfach mal rüber, danke Thomas. Ja, also generell bin ich auch super zufrieden mit der Saison und wie wir eben schon gesagt haben, hätte, wenn und aber, man kann natürlich sagen, hätten wir gegen die Mannschaften, die unten stehen, gewonnen, wäre noch viel mehr nach oben möglich gewesen. Andererseits kann man auch sagen, hätten wir gegen die Mannschaften, die oben stehen, nicht gewonnen, wären wir unten reingerutscht. Also solides Mittelfeld, vollkommen in Ordnung. Das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war ein bisschen Mumm, auch so von der Trainerseite, wenn ich so das Spiel gegen Dortmund sehe, wo Peter Stöger nachher sagt, nach dem 1-1 habe ich mir gesagt, ich habe es einfach machen lassen. Und ich habe gesehen, die Jungs, die wollten und schon gewinnen wir 2-1. So eine Einstellung hat mir so ein bisschen gefehlt in so Spielen wie gegen Hoffenheim, wo man klar überlegen war, wo man 1-0 führt, dann zu sagen, man wechselt defensiv ein und sichert das 1-0. Also ich bin fest davon überzeugt, wenn wir so weitergespielt hätten, hätten wir 2-0 gewonnen. Also solche Einstellungen haben mir teilweise gefehlt, einfach zu sagen, wir spielen genauso weiter. Man muss natürlich immer sehen, gegen wen man spielt. Also wenn ich das gegen Schalke spiele und führe irgendwie 1-0, dann sichere ich hier mal ab. Aber gegen so Mannschaften, die unten stehen und nach einem 1-0 verunsichert sind, da hat mir so dieser Schritt gefehlt zu sagen, wir spielen genauso weiter und schießen sie weg. Okay, danke Stefan. Auch in die Meinung. Wobei man eins nicht vergessen darf, es wird natürlich immer das Dortmund-Spiel als Blaupause genommen und das war ja auch fantastisch, das Ganze. Aber man muss auch sagen, ich glaube für Dortmund war das damals, lass mich jetzt nicht lügen, das 30. Spiel, die waren komplett platt und das hat jeder gemerkt im Stadion, das hat die Mannschaft gemerkt. Und aus so einer Situation, wo jeder schon mit einem Punkt zufrieden war, dann auf volles Risiko zu gehen, ist schon noch was anderes als in Hoffenheim. Du hast recht, die waren total angeschlagen. Also mir ist diese Gleichung ein bisschen zu einfach. Gegen Dortmund habt ihr noch weiter gespielt, warum macht ihr das nicht gegen Hoffenheim? Das war schon auch ein besonderes Spiel gegen Dortmund. Okay, ich denke, wir halten das an der Stelle einfach mal so fest. Wir haben uns jetzt unheimlich verquatscht. Wir hätten eigentlich noch die Offensive gehabt. Ja. Also können wir auch 3-4 Minuten machen, der Akku ist nämlich fast leer. Also wir müssen gleich auch. Ja, wir haben auch Hanak aufgenommen vorher, die komplette Linie, das ist der Akku natürlich nicht nie gegangen. Das liegt aber nicht an euch schon. Jetzt bin ich schuld, ne? Eine Runde schon. In Köln braucht man immer einen Nummer, ne? Das weiß ich. Nein, aber du bist es nicht, keine Probleme. Ja, nimm doch einfach mal auf, wo er gerade Peter Stöger erwähnt hat, ich denke, der Trainer ist ja ein ganz wichtiges Mitglied der Mannschaft, eigentlich das Wichtigste zumindest, was die Strategie angeht auf dem Platz. Das ist immer so ein Punkt. Also es gibt immer alle, die sagen, das ist alles super, alles ist toll und wird ja auch immer die Maßen gelobt. Und ich finde das auch vollkommen richtig, muss ich auch ganz klar sagen. Es gibt halt diese Momente, die der Stefan anspricht, in den 50-50 Momenten nimmt er immer die defensive Seite. Das ist so das, was bei mir aufgefallen ist. Und dass das deswegen vielleicht lieber ein Unentschieden lieber ist, als dann vielleicht ein Sieg oder eine Niederlage, klar. Aber das Risiko, dann die Niederlage in Kauf zu nehmen, das geht er meistens nicht ein. Weil ein Punkt ihm dann in dem Moment wichtig ist. Es gibt einen guten Spruch, den mir ein Trainerausbilder mal gesagt hat. Verliere nicht ein Spiel in den letzten 10 Minuten, wenn du es in den ersten 80 Minuten nicht gewinnen kannst. Und den habe ich mir immer beherzigt, auch in der Ausbildung oder selbst als Trainer. Es gibt so Spiele und dann läuft es nicht und es klappt nicht und es steht 10 Minuten Verschluss und entschieden, dann ist es immer leicht zu sagen, so jetzt gehen wir noch und versuchen, dann geht der Schuss nach hinten los. Also versuch, ne, nicht nur unbedingt alles,
sondern dann sei auch mal mit dem Bund zufrieden. Also von daher, ich kann den Trainer absolut nachvollziehen. Okay, also der Cheftrainer aus Bitter muss es wissen. Ja, in dem Moment hat er mich muss er überhaupt nicht wissen, ist meine Meinung. Ja, genau, deswegen sind wir ja auch hier, um da genau die Meinung zu äußern. Vielleicht noch ein Satz dazu. Ja, also ich bin, das habe ich immer gesagt, ich bin total überzeugt von dem, was Peter Stöger macht. Sicherlich kann man in der einen oder anderen Situation immer darüber diskutieren. Der schwerste Schritt wird jetzt kommen. 3 Jahre, jedes Jahr das Ziel erfüllt. Du merkst schon nach dem 2. Jahr Mittelmaß, wo sich alle hier vor 4 Jahren nach hinten gesehnt hätten, fängt der eine oder andere schon an zu sagen, ja, wir müssen aber ein bisschen mehr nach vorne und Europa und so. Der Akku ist noch voll, Ralf, du brauchst gar nicht böse zu gucken, das ist ganz toll. Und der schwerste Schritt wird noch kommen, weil das ist, hat Erich Rüdemöller gesagt, defensive Stabilität ist das eine, nach vorne kreativ zu werden ist das zweite. Platz 9 wird man dann im nächsten Jahr vielleicht schon sagen, ja, warum sind wir kein Achter geworden, aber... Ich traue es ihm einfach zu, weil er hat auch diese Gelassenheit, nicht auf jeden Impuls von außen einzugehen. Und das gehört natürlich auch zu einem Club wie dem 1. FC Köln, dass die Leute träumen, dass sie Druck machen. Ist alles völlig okay, aber die sind schon gut aufgestellt an der Spitze, dem Druck auch standzuhalten. Genau, das halten wir jetzt einfach mal fest. Genau. Du wunderst dich noch manchmal, wenn du... Ja, dann mach doch, hau rein. Wenn du das möchtest, bitte. Ich finde Peter Stöger überragend. Und da reden wir jetzt nicht über die sportlichen Dinge, die hat der Erich Rotemöller ja schon gesagt, aber ich auch. Ist mein erster Bundesliga-Trainer. Ich brauche keinen anderen mehr. Ich finde, er ist einfach als Typ und auch mit den Medien in der Zusammenarbeit, also in meinem Bereich, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Der ist fannah, der traut sich auch. Hier zum Stammtisch zu gehen, in einer Phase, wo alle gegen ihn sind. Und er war da und seine Chefkritiker nicht, das sagt schon einiges. Und deswegen, also Peter Stöger ist, glaube ich, für uns alle ein Glücksfall, zumal wir etwas bei aller Größe dieses Clubs, wir haben ja auch immer eine Kölner Sicht auf die Welt, es gibt. Ich sage mal, eine Gehaltstabelle in der Bundesliga oder eine Wirtschaftlichkeitstabelle in der Bundesliga. Und da sind wir nicht 9. Da sind wir auch nicht 12. Insofern kann man, natürlich kann man sich wünschen, dass man im oberen Tabellendrittel mitspielt oder 9. wird oder europäisch spielt. Aber wenn alle Mannschaften so einlaufen würden, wie es nach dem, was sie an finanziellen Mitteln für Transfers und Gehälter zur Verfügung haben wäre, dann wären wir letzte Saison nicht 12. geworden und diese Saison mit Sicherheit nicht 9. Sondern wir performen deutlich über dem, was theoretisch eigentlich möglich ist. Und das ist glaube ich, klar, das ist der Anspruch von kleineren Vereinen, der wir inzwischen ja auch sind in diesem Bereich, von Augsburg, Mainz, Köln. Aber man darf eben auch nicht vergessen, wer alles hinter uns steht und wer abgestiegen ist, mit mehr Geld, als wir das haben. Okay. Ich werde jetzt an dieser Stelle das Ding jetzt abbrechen müssen, weil der Akku ist wirklich, die verzweifeln nämlich schon fast. Also, wir werden es jetzt, nein, wir müssen sowieso jetzt Schluss machen. Also, jetzt davon abgesehen, ich habe Durst, ich muss auf Toilette, also. Du müsst doch nicht immer winken, wenn ich meine Ausrede hier benutze. Also nein, jetzt mal anfangen. Da guckst du dich doch keiner 75 Minuten am Stück an. Also jedenfalls nicht Waffengewalt dahinter. Ja, ihr, ja, wunderbar, genau richtig. Aber ihr wart doch schon hier. Passt mal auf, wir machen jetzt an der Stelle Schluss, aber wir diskutieren weiter. Ich möchte mich aber trotzdem ganz herzlich bedanken. Und zwar endlich, weil diese Saison ist vorbei, ihr alle, ihr wart großartig. Dafür ganz großen Dankeschön. Ja, ihr habt das Ding ja am Leben gehalten. Ich meine, es war keine einfache Saison, das habt ihr ja mitbekommen. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber wir haben uns halt auch mit Zusammenarbeit mit dem Brauhaus zum Prinzen, glaube ich, hier wieder nicht nur etabliert. Wir haben neue, ja, soll ich mal sagen, neue Werte geschaffen. Wir haben ja richtig was reingelegt. Und da ist auch einer, der hat da wirklich einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, der das wirklich hier mit ganz, ganz, ganz viel Herzblut macht, obwohl er eigentlich den falschen Feind angehört. Er ist eigentlich unser Bester. Danke, lieber Thomas. Da die einzige Fehlleistung von Schmadtke. Ja. Ne? Schmadtke hat an der ersten Stammtisch, hat er was gesagt zu dir? Er hat
gesagt, als du gesagt hast, was soll nächstes Jahr im Express stehen, hatte ich irgendwie gesagt, ein Düsseldorfer verzaubert Köln, der FC, das Real Madrid des Westens auf dem Weg nach Europa. Dann hat er gesagt, ich wünsche dem Sky Stammtisch einen neuen ständigen Experten. Sky Stammtisch, Express Stammtisch. Genau, von dem Sky Europa. Also ich möchte mich da, möchte aber Dennis auch noch was dazu sagen, und das stimmt ja wirklich. Wir haben ja irgendwie auf eine etwas kuriose Art und Weise zusammengefunden, und muss ja ganz ehrlich sagen, unsere Zusammenarbeit verläuft perfekt. Ich freue mich wirklich immer hier zu sein. Ich freue mich, dass es mir mittlerweile kaum noch jemand übel nimmt, dass ich hier eine Raute implantiert habe, weil ihr ja wisst, meine Tochter, die gestern auch da war, FC-Mitglied. Ich habe auch ein ganz großes Herz für den FC. Ich wünsche euch in der Zukunft Platz 2, direkte Champions League-Qualifikation. Einen Platz hinterm HSV, und finde es echt geil. Vielen Dank. Ich sage das Siebte, wir haben es natürlich schon viel öfter gesehen bei anderen Veranstaltungen. Also es ist auch ganz toll, dass Erich Rutemöller sich immer zur Verfügung stellt. Und immer wenn der Anruf da ist, er ist im Lande, ich erreiche ihn auf dem Baku, in Usbekistan und sonst was. Ne? Und immer wieder sagt er, ja, wenn es geht, bin ich dabei. Auch dafür einen großen Applaus. Schluss natürlich auch, ich habe damals vor ein paar Monaten getroffen, das darf ich euch an der Stelle mal sagen, auch an den ersten FC Köln, weil das ist nicht selbstverständlich, absolut nicht selbstverständlich, dass hier immer wieder Vertreter des ersten FC Köln hier sind, auch wenn wir das jetzt schon heute, glaube ich, die 170. Sendung oder Ausgabe mittlerweile, wir sind Fernsehen, gibt es ja hier nicht mehr, haben alle kaputt gekriegt, hier in Köln. Aber dass der erste FC Köln bereit ist, das ist auch ein Riesenapplaus wert, und er ist auch dafür verantwortlich. Danke für dir. Jetzt wisst ihr, warum ich jetzt abbrechen musste, weil jetzt ist der Akku wirklich gleich leer. So, an dieser Stelle an das Frau zum Prinzen danke, an euch und bis zur nächsten Saison. Eine kleine Überraschung. Ha, ich hab's vergessen, ich habe euch ja schon gesagt. Ja, das erlaube ich mir jetzt einfach an dieser Stelle mal eine Fremdwerbung zu machen. Es gibt demnächst einen neuen Talk. Und zwar nur für die Sommerzeit. Und zwar in einem Biergarten. Ihr müsst morgen mal auf meine Seite gehen. Ich werde in einem Biergarten in Brühl, einer der schönsten, ich glaube, er heißt Kaiserbahnhof, aber hier sage ich das nicht. Werde ich einen Fußball-Talk machen, der nicht nur um den FC, aber viel mit dem FC zu tun haben wird. Wir werden nächsten Mittwoch zum Beispiel Bulle Weber und Alex Bader auch dabei haben. Wir werden das alle 2 Wochen etwa machen und auch ein bisschen die EM begleiten. Wenn ihr Bock habt, guckt morgen bei mir bei Facebook, dann kriegt ihr euch alles nochmal genau bekannt. Und jetzt ist Schluss, Hallo, bis zum nächsten Mal. Bis morgen, tschüss zusammen, hallo.